So. Und genau diesen Winkel müssen wir später wieder bekommen. Es wird sehr interessant. Sehr interessant. Okay, was machen wir jetzt? Karte wechseln. Jetzt kommt Treibstoff von hier wieder nach außen. Damit wir die voll bekommen für einen Rückflug später. Dann kapseln wir gleich ab und machen den Rest mit dem hier. Also das Landen. Dem Kannibalen geht es auch nicht besonders gut. Er ist ja auch schon eine Weile unterwegs. Obwohl das ziemlich flott war. Mit dem anderen haben wir wesentlich länger gebraucht. Da musste ich ja ganz oft im Kreis drumherum und so. So, das war der eine Tank. Du bist voll, du bist voll. Du brauchst noch was. So. Und wir müssen dich offen lassen. So. Ja, kriegen wir noch voll. Aber wirklich viel ist in dem Großen nicht mehr drin. So, nächste große Entscheidung. Bei dem Länder ist ja in der Mitte ein Tank. Wollen wir den füllen, damit er mehr Treibstoff hat? Oder wollen wir ihn leer pumpen, damit er weniger wiegt? Ich glaube, letzteres. Du bist schon leer. Okay, du pump mal dahin. So, abspeichern. Quick Save wurde gemacht. Okay. Abdocken. Das wird so übel später. Okay, egal, egal. Wir wollen erstmal nur Duna landen. Die Kappel. So. Leertaste. So. Was sagst du jetzt? Du sagst, da ist irgendwo... Surface ist da. Okay, wir wollen jetzt schräg runterkommen, damit die Atmosphäre uns auffängt. Das heißt, wir müssen eigentlich nur hier auf Gegenkurs gehen. Oh, steuert sich das toll. So, Gegenkurs. Das war nicht so gut. Danke. Periapsis? Achso, wir sind gar nicht in der... Ah, da ist der Orbit, okay. So, jetzt wollen wir hier auf Gegenkurs gehen. Treibstoff ganz sachte verbrauchen. Warum ist das so schlackerig? Einmal rum. Genau, wir sollten nicht von der Apoapsis das Ganze machen. Bisschen Treibstoff aktivieren. So, stopp. Gegenkurs. Boah, das kann nicht richtig sein, so mit der Umlaufbahn. Aber gut, so. So, alles gut, alles gut. Periapsis verschwindet bald. Treibstoff sieht ziemlich gut aus. Ich will nicht rausfliegen. Ich will dagegen donnern, verdammt. So. Ah. So. Oh, nach vollem Auge behalten. So, das müsste eigentlich stimmen. Runwarpen. Gucken. Kommt mehr Warp. So. Wir sind tierisch hoch. Gucken, ob wir da einigermaßen Licht haben. Äh.
Haben wir noch eine ordentliche Umlaufbahn? Jo, haben wir. Wir könnten jetzt einmal rumrutschen. Ich will aber nicht rumrutschen, ich will raufknallen. Gegenkurs. So, oh. So, du bist bei 321 irgendwas. Treibstoff sieht schon nicht mehr so gut aus. 200.000. Bist du langsam mal im Planeten drin, doofe Periapsis? Nö. So, jetzt müssten wir aber aufgefangen werden. Also, dass wir die Atmosphäre leicht streifen und dadurch abgebremst werden. So, zoom, 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 zoom. Oh, 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 oh. Oder wir sind echt noch zu hoch. Gehst du runter? Nö, du gehst nicht runter. Ne, müssen wir jetzt einmal rumfliegen. Das ist ja albern. Genau, 129.000. Hallo, Planet. Tschüss, Planet. Wir müssen zur Apoapsis wieder hoch. So. Das ist verdammt hoch. Ja, okay. Wop. So. Stopp. So, Ginkus. Da ist Ginkus. Flop. Könnte schon gereicht haben. Periapsis ist bei 34.000. Periapsis ist drin. Drin kann keine Umlaufbahn mehr sein. Also, Warp wieder hoch. Swoosh. Genau. Oh. Und es ist gerade noch Tag. Okay. So, und das sieht ziemlich steil aus da unten. Das müsste super zum Abbremsen sein. So, flop, stopp, 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 stopp. Okay. So, wo ist das große rote, runde Ding? Ernsthaft, wo ist das große? Ah. Da bist du. Surface. Da. So, wir haben eine Geschwindigkeit von 1057. SAS an. Wir sind ziemlich hoch. Geschwindigkeit wird mehr, wird mehr, wird mehr. Müssten aber eigentlich... Genau, Höhe wird weniger, weniger, weniger. Das heißt, wir dürften bald in die Atmosphäre reinkommen. Und dann müssten wir auch langsamer werden. Na komm. Na komm. Wo ist deine verdammte Atmosphäre, Duna? Okay, warp kurz runter. Den Fallschirm damit rein. So, 38.000. Wir werden immer noch nicht langsamer. Wir kommen jetzt zur Atmosphäre. Okay. Okay, okay, okay. Gleich geht das Feuerwerk los. Wir sind immer noch ziemlich schnell. Wir sind immer noch ziemlich schnell. Wir sind in Atmosphäre. Ich mache mal einen Warp runter. Wir sind bei 21.000 Meter. Wir sind in der Atmosphäre. Wir werden nicht langsamer. Okay, vielleicht in der atmosphärischen Schicht. Momentan habe ich echt kein gutes Gefühl bei der Sache. Ernsthaft nicht. Okay. So, wir werden langsamer. Wir müssen gleich schlagartig langsamer werden bei der nächsten Schicht. Wenn nicht, haben wir echt ein Problem mit der Geschwindigkeit. Ich kann keine 1300 Meter die Sekunde ausgleichen. Und wieder starten. Haben wir Licht an? Jo. Das super Licht wird's bringen. Also. Nächste atmosphärische Schicht. Wir werden doch ziemlich schnell langsamer. Ja. Okay. Okay.
Nope. Ansicht kippt zu einer wesentlich besseren Ansicht. Dankeschön, Computer. Das sieht schön aus. Also ja, es könnte noch wesentlich besser sein, aber das macht mein Rechner, glaube ich, nicht mit. So, 1100 Meter die Sekunde. Wir müssen keinen Tropfen Treibstoff, den wir bisher verwenden. Das ist richtig gut gewesen, der Tipp. Also mit diesem Atmosphären-Glitschen, was wir jetzt gerade machen. So ist ja auch in Real Life. So, 1000 Meter die Sekunde. 10.000 Meter Höhe. Treibstoff ist bei der Hälfte. Das kann nicht gut sein. Ja, mal gucken. So, 800. Der Krater, da sieht schick aus. Wir werden immer langsamer. Bald müsste das Ding sich anfangen zu neigen nach unten. Und da können wir auch bald die Fallschirme rauspoppen. Das läuft echt super. Also ja, ich hätte am Anfang nicht so viel rumeiern sollen mit der Umlaufbahn. Und an der richtigen Stelle das machen. Also bei der Apoapsis gegenbrennen und nicht da unten schon versuchen. Das war einfach nur verballerter Treibstoff. Aber na gut. Die Anzeige ist hier eh fehlerhaft, weil die den mittleren Tank, glaube ich, mit benutzt. So, 6000 Meter. Ich glaube, wir können erst... Also ich soll erst noch einen Schub geben. Weil wir haben auch ein recht hohes Gebirge da, denke ich. So, und ich mache mal die Fallschirme auf. Geht ja noch auf. Wir knallen gleich auf den Boden. Bitte. Das hat mich jetzt kein bisschen in Panik versetzt. Ah, es klappt. Es klappt, es klappt, es klappt. Wir sind mischen. Oh, 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 12, 11, 10, 8. Okay. Pol gelandet. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, nein. Nein, 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 nein. 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 Das ist nicht schön. Du siehst aus wie ein X-Wing. Nee, gar nicht, ein Y-Wing. Muss es hier nur noch länger sein. Okay, das war keine schöne Landung. Treibstoff von da nach da. Er wundert sich auch, was zur Hölle machst du da jetzt? So, da und da nach da. Geht nicht. Da nach da. Ich versuche jetzt einfach nur was zum Spaß. Ich mache den mittleren Tank. Der mittlere Tank hat gar kein Triebwerk mehr, ne? Ja, das bringt schon mal gar nichts. Ne, ich denke, ich werde neu laden müssen. Was aber auch eine gute Idee ist. Weil dann kann ich das mit dem Orbit nochmal ordentlich hinbekommen. Und ich hatte jetzt einfach ein bisschen Landeübungen. Ist auch okay. So, jetzt spaßeshalber. Einfahren. Flop. Genau. Und schuh. Der wird gerne abheben. Ne, er ist abgehoben. Nicht weit gekommen, aber er ist abgehoben. Na gut, F9. So. Das sieht doch gleich viel besser aus. Also. Genau, wir sind bei dieser schrecklichen Umlaufbahn. Das heißt, wir fliegen jetzt... wir sind jetzt noch in der Stage. Mit dem Atomding hinten dran. Genau. Ne, so im Treibstoff muss so hinkommen. Du bist leer, richtig? Ja. Okay, abdocken. Die Kappel. Antrieb ganz runter. Antrieb an. So. Okay. Du, Warp hoch. Karte auf. Einmal bis zur Apoapsis. Vorher machst du gar nichts.